شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Wir haben über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und wir haben allgemein über Lebenslauf und Lebensgeschichte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt. Natürlich nicht alles und ich muss dabei hier was erklären, und zwar, wenn wir über die Geschichte sprechen, Barakallahu fikum, dann gibt es auch viele Themen, die erzählt wurden, aber das muss nicht unbedingt authentisch sein. Und deshalb müssen wir unterscheiden jetzt zwischen religiösen Themen, die mit der Religion verbunden sind, und die müssen unbedingt authentisch sein, weil sie in der Religion angewendet werden und verwendet werden. Aber wenn wir über die Geschichte allgemein sprechen, dann die Geschichte ist eine Sammlung von Informationen, die man, sage ich jetzt, gehört hat oder geschrieben hat. Und diese Geschichte, es könnte sein, dass dabei was authentisch ist und dabei auch was nicht authentisch ist. Und hier, nachdem wir über Lebenslauf vom Propheten Sassam und seine Geschichte erklärt haben, dann fangen wir, barakallahu fikum, sagkum la khairan, mit dem zweiten Teil. Und zwar, wir fangen an mit der nächsten, sage ich jetzt, Epoche der islamischen Geschichte. Und zwar, barakallahu fikum, mit Al-Khilafa Ar-Rashida. Und dabei reden wir über eine Zeitspanne von 30 Jahren. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Khilafa nach mir würde 30 Jahre sein. Bevor ich mit diesem Thema anfange, damit man versteht, worüber wir reden wollen, werde ich euch, inshallah barakallahu fikum, allgemein etwas erklären über die Geschichte der Khilafa, die verschiedenen Khilafa-Zeiten, vielleicht ein bisschen auch mit Daten, damit man versteht, in welchen Zeit oder in welchen Zeitspannen wir hier reden. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb im Jahre 11 nach der Auswanderung, und das ist ungefähr 632 oder 33 nach Geburt von Jesus, wenn das stimmt sozusagen. Und von 632 bis 661 ungefähr war, barakallahu fikum, die erste Epoche von Khilafa, und das ist Al-Khulafa Ar-Rashidi. Das wird Al-Khilafa Ar-Rashidi. Danach, barakallahu fikum wa jazakum la khairan, danach von 661 bis 750, ungefähr 90 Jahre, war die nächste Phase, und das ist Al-Khilafa Al-Amawiyya. Das wird die Umayyaden. Und dann, barakallahu fikum, von 750, nicht nach Hijra, wir reden jetzt nicht nach Mondkalender, sondern nach Sonnenkalender. Und zwar von 750 bis 1258 war die Abbasiden, das wird die Al-Khilafatu Al-Abbasiyya.
Und in dieser Zeit waren die Muslime immer unter einem Khalif, die Muslime waren unter einer Führung, obwohl es Probleme gab, aber trotzdem. Barakallahu fikum, auf der anderen Seite natürlich haben die Muslime Al-Andalus, Südspanien, die Muslime haben das auch befreit. Und es gab dort auch Hilafa. Vom Jahre 929 bis ungefähr 700 Jahre waren die Amoyaden, die Muslime waren 800 Jahre in Südspanien. Und ein großer Teil von der Zeit waren sie schon unter der Khilafa von Al-Amawiyin. Und dann, Barakallahu Fikum, zuletzt in Cordoba, waren die Muslime von 929 bis 1031. Und danach auch waren die Muslime unter anderen Khalifen in Südspanien, in der Andalusien. Und natürlich die letzte Khilafa, die man hier erwähnt, ist Barakallahu Fikum, Al-Khilafatul Uthmaniyya, das wird die Uthmanen, und die waren von 1299 bis 1924, und das war natürlich Beendung der islamischen Khilafa, und seitdem haben die Muslime kein Khalif mehr. Das heißt, in dieser Zeit, man merkt, Barakallahu Fikum, von 632 bis 1900, 632 bis 1924. Das ist die Zeitspanne, der geschichtlichen Zeitspanne, in der wir uns bewegen werden. Und natürlich, das wird interessant, weil das eher Geschichte sein wird. Und wie ich schon gesagt habe, ich überlege mir noch, vielleicht etwas anderes dazu zu nehmen, Barakallahu Fikum, oder zu unterrichten. Und wir können das später machen, bi'idhnihi ta'ala. Wichtig ist, dass man versteht, Barakallahu Fikum, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat auf keinen Fall einen Khalifen nach ihm genannt. Sozusagen jemanden zu sagen, du bist derjenige, der nach mir die Muslime führt und du bist der Khalif nach mir, es gibt sowas nicht. Weder zu Abu Bakr, noch zu Ali, weder zu Uthman, noch zu Umar. Der Prophet s.a.w. verstarb, salawatu rabbi wa salamu alayhi, und er hat niemanden beauftragt, sein Khalif zu werden. Es gab Zeichen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr gesagt hat, dass er das Gebet verrichtet. Wenn die Leute Fragen gehabt hätten, dann sollten sie zu Abu Bakr gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, folgt den zwei, die nach mir kommen, Abu Bakr und Umar. Aber jetzt direkt zu sagen, wenn ich sterbe, dann sollte Abu Bakr die Muslime führen, gibt es nicht. Und noch dazu, Barakallahu fikum, sagakumullah khairan, dies haben die Sahaba selber bestätigt. Umar hat das selber bestätigt. Ali, Ridwanullahi alayhi, Ali ibn Abi Talib hat das bestätigt, dass Abu Bakr der Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam, sage ich jetzt, der hat das selber bestätigt. Ali hat selber bestätigt, dass Abu Bakr der Beste war, der als Khalif nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewählt wurde. Und er sagte, Ali radhiyallahu alaihi, nachdem wir gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Abu Bakr befohlen hat, das Gebet zu führen, dann haben wir Abu Bakr für unsere Religion akzeptiert
und wir haben ihn auch für unsere Dunya akzeptiert, sozusagen als Führer und als Khalif. Und hier sollte man nur aufpassen. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Seitens der Schia, die sozusagen die wollen bestätigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwie Ali ibn Abi Talib gesagt hat, du bist mein Khalif. Und es gibt auch auf der anderen Seite Überlieferungen, die gelogen sind und erfunden sind. Einige haben das gegen die Schia sozusagen erfunden, damit sie bestätigen, Abu Bakr ist der Khalif und dann Umar und dann Uthman. Und das ist falsch und das ist falsch. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Was wir haben ist, was Umar radhiyallahu anhu gesagt hat. Er hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb und er hat niemanden beauftragt oder niemanden benannt als Khalif nach ihm. Aber Abu Bakr ist gestorben und er hat sozusagen das bestätigt. Und das sagte auch Ali, radwanullahi alayhi, der sagt, oh Leute, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns die Führung nicht gegeben. Und wir haben Abu Bakr gewählt als Khalif nach ihm. Und Abu Bakr hat das so gemacht, dass er Umar beauftragt hat, nach ihm Khalif zu werden. Und dann sagte er, diese beiden, Abu Bakr und Umar, haben nach der Gerechtigkeit gehandelt und danach haben Leute die Dunya verlangt. Und so ist die Lage geworden. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wir müssen davon ausgehen, dass die Khilafa von Abu Bakr Ijma' war. Das heißt, Konsens unter den Sahaba radwanullahi alayhim. Konsens. Kein einziger Sahabi hat die Khilafa von Abu Bakr abgelehnt. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Egal, wer diese Person ist. Vielleicht bringt man euch irgendeine Überlieferung von einem Sahabi, dass er sowas gesagt hätte. Nicht der Sahabi hat gelogen, sondern die Überlieferer, die sowas überliefert haben, haben gelogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch zur Zeit von Umar, radwallahu alayhi, gab es überhaupt keine, sage ich jetzt, keine Sahaba oder keine Leute, die dagegen waren. Bei Uthman auch und bei Ali am Anfang nicht, aber später dann gab es eine große Fitna. Auf jeden Fall, das heißt, die Khulafa, diese vier gerechten Khalifen nach dem Propheten, das war mit Konsens der Muslime, dass sie bestätigt wurden. Wenn man denkt, passt auf, wenn du so denkst, dass wenn jeder etwas sagt, dann muss ich, sage ich jetzt, danach suchen und suchen, ob das richtig oder falsch ist, dann wirst du dein Leben verbringen in der Suche und am Ende wirst du auch keine, sage ich jetzt, keine Gewissheit bekommen. Deshalb, wir haben in unserer Religion klare Konsensen, klare, sage ich jetzt, Übereinstimmungen bei Sahaba, wie zum Beispiel, dass sie Abu Bakr bestätigt haben. Jeder, der was anderes behauptet, sei sicher, diese Person lügt. Ob diese Person jetzt sagt, ich will euch die Religion beibringen, ich will das filtern und sowas, das ist alles. Du sollst das außer Acht lassen. Genauso, wenn jemand sagt, ja, der Islam ist nicht die Wahrheit und der Islam ist nicht die Religion Allahs und alle Propheten waren nicht Muslime. Diskutierst du mit solchen Leuten? Du brauchst nicht. Das ist Zeitverschwendung. Verschwendung. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, auch zu diesem Thema, was wichtig ist, als Grundlage für unsere Unterrichte. Und zwar, die Khilafa ist in Quraysh. Die Khilafa muss in Quraysh bleiben. Das heißt nicht aber, wenn einer außer Quraysh Khalif wird, dass man sagt, ja, das geht nicht. Das bestätigt man. Aber prinzipiell und grundsätzlich, der Khalif sollte aus Quraysh sein. Der Prophet sallam sagte, diese Sache bleibt in Quraysh. Und Umar sagte,
ihr wisst, er hat den Ansar gesagt, ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, diese Sache bleibt bei uns. Dann barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Khilafa, Al-Imam Ahmed hat das überliefert, der sagte, Al-Khilafa ist 30 Jahre. Der meinte, die Khilafa nach ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, an takunu fikum al-Nubuwa ma sha'a Allahu an takun. Das Prophetentum bleibt bei euch so lange, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Und dann kommt ein Khilafa auf dem Weg von Prophetentum. So lange, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Dann kommt Mulkun Ab, das bedeutet Königreich, mäßig. Und dann kommt Al-Iqamatul Jabriya, das heißt, die Leute, die werden in Hausarrest versetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann kommt nochmal ein Khilafa auf dem Weg von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einige Gelehrten haben gesagt, diese Khilafa wäre die Khilafa von Umar ibn Abdul Aziz, Rudwanullahi alayhi. Und andere, die sagen, das ist Al-Khilafa von Al-Mahdi. Al-Mahdi. Und einige anderen sagen, es kann sein, dass es ein Khilafa, die auch gerecht sein wird. Aber wann, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die erste Khilafa war 30 Jahre. Das heißt, barakallahu fikum, das erste war Prophetentum, dann Khilafa, dann Mulk, und das ist Königreich, und dann Hausarrest, oder dass die Leute sozusagen nicht weiter richtig regieren können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es werden 12, so, la yazalu al-islamu azizan, der Islam wird immer die Ehre haben, solange 12 Khalifen diese Umma führen. Kulluhum min Quraysh. Alle sind von Quraysh. Die Gelehrten, barakallahu fikum, haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich gehabt. Das hat, was bedeutet, dass sie das 12 Khalifen? Manche haben sie gezählt. Die haben gesagt, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und dann Al-Hasan. Und dann Muawiyah. Und dann haben sie noch gezählt. Dann haben sie einige von Banu al-Abbas genommen. Andere Gelehrten haben gesagt, es werden 12 Khalifen geben. Es werden 12 Khalifen geben. Und diese, ist, die werden die Muslime führen. Es ist nicht unbedingt, dass sie hintereinander sind, sondern in verschiedenen Zeiten des Islam. Und aufpassen, barakallahu fikum, einige von Schia, die nehmen solche Überlieferungen und die wollen damit sagen, die, das sind die 12 Imame. Ja. Ja, aber die Al-Hussein war kein Khalif. Und seine Kinder waren auch kein Khulafa. Das geht nicht. Aber bei einigen Leuten, weil sie keine Ahnung haben, da schiebt man ihnen so eine Überlieferung und da denken sie, ah, das wäre richtig. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man die Grundlagen von Gruppierungen kennt, da braucht man keine Diskussionen zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, weil das am Ende Zeitverschwendung ist. Barakallahu fikum, dann haben wir auch einige Überlieferungen, die erfunden sind. Erfunden. Manche gelogen und nicht authentisch. Einige sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, dieser Khalif wird kommen und dieser Khalif wird kommen bei Umayyaden oder bei Abbasiden und so weiter und so fort. Und das sind die meisten oder fast alle Überlieferungen, die damit verbunden sind. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Die sind entweder sehr schwach oder erfunden oder gelogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich will jetzt nicht Beispiele nennen, es gibt genug Beispiele, dass die Leute so erfunden haben, damit sie sagen,
der ist der Richtige. Auch Barakallahu fikum, sagt Allah, es ist wichtig, dass man diese Themen behandelt, damit man auch weiß, wie die Entwicklung der Führung 8 unter den Muslimen war. Und deshalb reden wir über dieses Thema, damit man Barakallahu fikum besser versteht, wie die Sache unter den Muslimen war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verstorben und die Sahaba haben sich in Saqifat Bani Sa'ida versammelt, einige von Ansar, und sie wollten einen von Al-Ansar als Khalif bestimmen. Und dann kam Umar ibn al-Khattab und kam mit ihm Abu Bakr. Und die haben die Lage betrachtet. Dann sagte Umar, ihr wusstet doch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Sache bleibt bei uns in Quraysh. Und ihr wisst genau, dass der Beste, der das Gebet führen sollte, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gelobt, und derjenige, der fest mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war, das war Abu Bakr, radhiyallahu alayhi. Abu Bakr, gib mal deine Hand. Und er hat gesagt, du sollst Khalif vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Die Al-Muhajirun und Al-Ansar, das heißt die Auswanderer und die Al-Ansar aus Medina, die haben das alles bestätigt. Und dann haben sie Abu Bakr, radhiyallahu alayhi, Bay'a gegeben, Treueid geschworen. Und so ist Abu Bakr der Khalif nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies nennt man die Bay'a, der kleinen Bay'a. Dann ist Abu Bakr auf Minbar gegangen und in die Moschee. Und dann kamen die Leute und sie haben Abu Bakr Treueid geschworen. Unter anderem auch Ali ibn Abi Talib und die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und lasst das, barakallahu fikum, bei euch. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Ali ibn Abi Talib hat Abu Bakr Bay'a gegeben und sogar zweimal, nicht einmal, zweimal. Damit er bestätigt, dass er Abu Bakr radhiyallahu alayhi liebt und als Khalif nimmt. Und übrigens auch die Kinder von Al-Hussein und die Kinder und die Ahl al-Bayt, die haben alle Abu Bakr bestätigt, radhiyallahu alayhi. Und ich meine, es gibt genug Geschichten, die das belegen und beweisen. Und es gibt genug Hadithe oder Athar, die beweisen, dass Ali ibn Abi Talib selber Abu Bakr und Umar radhiyallahu alayhima gelobt hat. Und als nur sozusagen nebenbei, Ali ibn Abi Talib, barakallahu fikum, hat Kinder gehabt und ihre Namen waren Abu Bakr und Umar. Der hat seine Kinder Abu Bakr und Umar genannt. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Deshalb eine Empfehlung, Wallah, bringt nicht viel Diskussion zu machen mit bestimmten Leuten, dass man Abu Bakr besser, Ali besser, Umar besser, Uthman, bringt nicht. Das ist unsere Religion und das ist eine Geschichte, die wahr ist. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Abu Bakr hat die Muslime, barakallahu fikum, ungefähr 2 und etwas von Jahren geführt. Abu Bakr ist Abdullah ibn Abi Quhafa. Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Amir. Und er trifft den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abstammung her. Er trifft ihn in Murra. Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Taymi. Barakallahu fikum. Man sagt, Abu Bakr heißt Abdullah. Und manche sagen Al-Atiq. Al-Atiq. Weil manche sagen, seine Mutter hat ein Gelübde oder hat sich verpflichtet, wenn sie einen Sohn bekommt, dann wird sie sozusagen ihn Al-Ka'ba widmen. Und manche sagen, Atiq, wurde Abu Bakr Al-Atiq genannt, weil er geschützt ist vor der Hölle. Und manche sagen, weil er so schön aussah, sein Gesicht war so schön aus, sah so schön aus, Radwanullahi alayhi. Barakallahu fikum,
Und er wurde As-Siddiq, als As-Siddiq beschrieben und genannt, weil er immer den Propheten bestätigt hat und weil er in allen Ereignissen des Islam dem Propheten Glaubwürdigkeit geschenkt hat, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Der hat niemals gezweifelt. Der Prophet sagte, jeder von euch hat sozusagen etwas hin und her gehabt. Er schwankte, außer einer. Der schwankte niemals. Der war Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi. Und nachdem er auch Khalif geworden ist, schwankte er nicht, sondern er hat das gemacht und das praktiziert, was der Prophet sallam wollte. Barakallahu fikum, auch man erzählt, Al-Bazzar und Al-Tabarani haben erzählt, dass Abu Bakr Al-Atiq genannt wurde, weil der Prophet sallam ihm gesagt hat, Anta Atiqun min an-Nar, das wird, du bist verwehrt von der Hölle. Du kommst nicht in die Hölle. Und At-Tabarani zum Beispiel hat erzählt, dass Aisha gesagt hat, als sie gefragt wurde, wie heißt Abu Bakr? Sie sagte Abdullah. Aber da hat man ihr gesagt, man sagt Atiq. Sie hat gesagt, ja, der Großvater von ihr, das wird Abu Quhafa, er hat 3 Kinder gehabt und einer wurde Al-Atiq genannt. Und weil die Mutter von Abu Bakr immer Kinder gehabt hat und die verstarben. Und als sie Abu Bakr bekommen hat, dann hat sie gesagt, Allahumma inna hadha atiqum min al-mauti fahibhu li. Das wird, oh Allah, oh Allah, verwehre den vor dem Sterben, dass er nicht stirbt und lass ihn leben. Und deshalb hat man gesagt, Atiq. Aber auf jeden Fall, barakallahu fikum, Abu Bakr heißt Abdullah ibn Abi Quhafa und das ist seine Bezeichnung, Abu Bakr As-Siddiq, weil er der Prophet, dem Propheten immer bestätigt hat. Und At-Tabarani hat auch überliefert, barakallahu fikum, er sagte, ich habe Hakim ibn Sa'd. Hakim ibn Sa'd sagte, ich hörte Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Talib, bei Allah schwören, dass der Name As-Siddiq, dass der Name As-Siddiq vom Himmel herabgesandt wurde. Okay? Und wir kennen das Hadith, barakallahu fikum, sagt nachheran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er auf Uhud war, auf dem Weg von Uhud, er sagte, O Uhud, sei ruhig oder sei fest. Uhud bebte. Dann sagte der Prophet, O Uhud, fest bleiben. Auf Uhud ist ein Prophet, ein Siddiq und 2 Shahid. 2 Shahid, ein Siddiq und ein Prophet, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu Bakr, radhiyallahu alaihi barakallahu fikum, wurde 2 Jahre und ein paar Monate nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, geboren und er starb auch mit 63 Jahren. Meine, wenn man rechnet, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, lebte 63 Jahre. Und Abu Bakr nach ihm hat die Muslime 2 und ein paar Monate geführt. Und Abu Bakr auch war 63 Jahre. Das heißt, der ist 2 Jahre und ein paar Monate nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geboren. Und Abu Bakr ist in Mekka aufgewachsen. Und er hat Mekka nicht verlassen, außer für Handel. Außer für Handel. Und der hat natürlich eine sehr gute Stellung unter den Mekkanern. Und das kennt man als Ibn Ad-Dughunna Sayyid al-Qarra. Was wir erzählt haben, Abu Bakr wollte auswandern nach Abyssinien.
Und dann unterwegs hat ihn Sayyid al-Qarra, Ibn al-Dughunna, der hat ihn getroffen. Er hat ihm gesagt, wohin Abu Bakr? Der hat ihm gesagt, ich kann nicht mehr in Mekka meine Religion praktizieren. Deshalb suche ich mir ein anderes Land, wo ich meine Religion praktizieren kann. Er sagte, nein, so eine Person wie dich oder wie du sollte niemals Mekka verlassen. Du, was sagt er? Der hat gesagt, du bist ehrlich, wenn du redest. Du hilfst, wenn die Leute Probleme haben. Du empfängst deine Gäste gut an, wenn sie zu dir kommen. Und du pflegst die Verwandtschaftsbande. Solche Leute wie Abu Bakr sollten Mekka nicht verlassen. Du kannst unter meinem Schutz sein und du kehrst zurück. Dann kam er mit ihm zurück und er hat gesagt, Abu Bakr ist unter meinem Schutz. Was hat Abu Bakr dann gemacht? Abu Bakr radhiyallahu alayhi hat sich so eine kleine Nische gebaut in seinem Garten, neben sein Haus, und er hat dort gebetet und Koran gelesen. Was haben die Kinder und die Frauen von Quraysh gemacht? Die kamen alle und die wollten zuhören, was Abu Bakr rezitiert vom Koran, und die waren begeistert davon. Die waren begeistert davon. Dann haben die Leute von Mekka Angst gehabt. Die haben sich Sorgen gemacht, unsere Frauen, unsere Kinder, die werden den Islam annehmen. Dann sind sie zu Ibn Dughunna gegangen, Er hat ihm gesagt, pass auf, wir wollen nicht deinen Schutz sozusagen hier widersprechen. Deshalb rede mit ihm. Weil wenn er es so weitermacht, dann werden wir das nicht hinnehmen. Dann ist Ibn Dughunna zu ihm gegangen. Er hat ihm gesagt, Abu Bakr, die Sache ist so und so und so. Der hat ihm gesagt, schau mal, ich werde meine Religion weiter praktizieren. Und wenn du willst, dann gebe ich dir deinen Schutz zurück und ich wähle Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Also barakallahu fikum, aus dieser Überlieferung auch weiß man, dass Abu Bakr bekannt war unter den Arabern, dass er eine sehr geehrte Person war. Und wir wissen barakallahu fikum auch Abu Bakr, was er für den Islam geleistet hat. Er hat die Sklaven gekauft und er hat sie befreit. Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat sein ganzes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Der war immer mit dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sahibi wa sallam. Ibn Asakir hat überliefert, dass Aisha sagte, Abu Bakr hat niemals Gedicht aufgesagt in Jahiliya oder Islam, und er und Uthman haben in der vorislamischen Zeit kein Alkohol getrunken. Das heißt, es gab auch unter den Mekkanern Leute, die schon etwas gemacht haben, was gut war. Nicht, dass man alle Mekkaner, sage ich jetzt, unter einem Kamm schert und da sagt man ja, alle waren schlecht. Es gab auch unter den Leuten von Mekka Leute, die nur an einen einzigen Gott geglaubt haben. Aber einige haben den Propheten erreicht, einige nicht, einige haben ihm gefolgt, einige nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der erste, der den Islam angenommen hat, barakallahu fikum, sagt Allah, von den Männern, war Abu Bakr radhiyallahu alayhi. Und auch der erste, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, war Abu Bakr radhiyallahu alayhi. Al-Bukhari hat überliefert von Abu Darda radhiyallahu alayhi, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hal antum tarikun li sahibi, هل أنتم تاركون لصاحبي إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. Das bedeutet, der Prophet sallam sagte, oh Leute, lasst ihr mir meinen Freund in Ruhe, lasst ihr mir meinen Freund in Ruhe. Ich habe gesagt, oh Leute, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Dann habt ihr gesagt, du hast gelogen. Aber Abu Bakr hat gesagt, du hast die Wahrheit gesprochen. Und er hat den Islam angenommen. Kein einziges Mal hat Abu Bakr Zweifel gehabt an die Wahrheit des Islam und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi
وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى hat Abu Bakr im Koran erwähnt. Im Koran wurde Abu Bakr erwähnt. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Das bedeutet, als sie zwei Leute in der Berghöhle waren und einer sagt dem anderen, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Der Prophet sagt, Allah ist mit uns. Wer war dabei? Abu Bakr und der Prophet Muhammad. Das ist eine Ehre für As-Siddiq. Und subhanallah, ich verstehe nicht, nach so einer Ayah, dass man Abu Bakr in Frage stellt. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auch barakallahu fikum, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakr von Mekka auswandern wollten, Abu Bakr, der ging einmal nach vorne, einmal rechts, links, hinten, und der guckt, ob dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam was passieren könnte, der wollte ihn schützen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor er starb, als er gesagt hat, eine Person hat die Wahl bekommen zwischen dem, was sein Herr ihm geben wird und dem, was in dieser Dunya ist, dann hat Abu Bakr sofort geweint und er hat ihm gesagt, wir opfern uns, unsere Familien für dich, o Gesandter Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle Türe zur Moschee werden geschlossen, außer die Tür von Abu Bakr. Abu Bakr konnte ich nicht belohnen für das, was er geleistet hat. Seine Belohnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Auch barakallahu fikum, Abu Bakr war ein sehr tapferer Mann. Als in Mekka der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgelacht wurde, und einmal kam Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt, und er nahm den Propheten sallallahu alaihi wasallam von hinten und er wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwürgen. Dann kam Abu Bakr radhiyallahu alaihi und er hat ihn geschubst zu Uqba und er sagte: "Ataqtuluna rajulan ay yaqula Rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Tötet ihr einen Mann, der sagt, mein Herr ist Allah subhanahu wa ta'ala und er hat euch die klaren Beweise von eurem Herrn gebracht? Er war tapfer auch in Mekka und er hat den Koran, er hat gebetet öffentlich und er hat Koran öffentlich Ridwanullahi alayhi gelesen in Mekka. Natürlich, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, Abu Bakr war überhaupt der großzügigste von der Sahaba Ridwanullahi alayhi. Großzügig war er. Und er hat immer für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Die Gelehrten, barakallahu fikum, sagen, Ibn al-Jawzi sagte, أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ. Das heißt, die Hölle wird derjenige, der gottesfürchtig ist, wird die Hölle gemieden. Die Hölle wird ihn nicht berühren oder das Feuer wird ihn nicht berühren. Derjenige, der sein Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala gibt, damit er sich reinigt. Dann sagt Ibn al-Jawzi, dass es diese Ayah wurde bezüglich Abu Bakr herabgesandt, Ridwanullahi alayhi. Auch barakallahu fikum, sagt Allah, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Leute, spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, dann kam Abu Bakr Ridwanullahi alayhi und er hat sein ganzes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Auch barakallahu fikum, bezüglich Wissen war Abu Bakr der Wissenste unter den Sahaba Ridwanullahi alayhi. Das heißt, sein Wissen war am meisten unter den Sahaba und sie haben das bestätigt. Und Bestätigung bekam er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine Frau kam eines Tages zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie hat ihm gesagt, o Gesandter Allah, wenn ich komme und ich finde dich nicht, wen sollte ich fragen
Er sagte, frage Abu Bakr. Der Prophet sallam empfiehlt Abu Bakr als, sage ich jetzt, Gefragte nach ihm, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und der Prophet sallam hat befohlen, dass Abu Bakr das Gebet führt, während er krank war, salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Er hat am besten gesprochen von Sahaba, er war tapfer von Sahaba, er hat gespendet für Allah, großzügig war er für Allah subhanahu wa ta'ala und er hat viel Wissen, Rudwanullahi alayhi. Und deshalb, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah, pass auf, Ahlus Sunnah haben Konsens, Übereinstimmung, dass der Beste in dieser Nation nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakr al-Siddiq ist, dann Umar, dann Uthman, dann Ali, dann die anderen 10, die ins Paradies kommen, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Bestätigung haben, dass sie ins Paradies kommen. Al-Bukhari hat von Ibn Umar erzählt, als wir zwischen den Leuten differenziert haben oder verglichen haben, dann haben wir bestätigt, dass Abu Bakr der Beste war. Dann Umar, dann Uthman. Und subhanallah, Ali radwanallah alayhi wurde gefragt. Wer? Ali ibn Abi Talib radwanallah alayhi wurde gefragt. Wer ist der Beste nach unserem Propheten? Der sagt Abu Bakr. Sagt dann, der sagt Umar. Sagt dann, der sagt Uthman. Dann sagt der Mann, und du? Er sagt, du hast das gesagt. Radwanullahi alayhi. Und in einer anderen, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib hat gesagt, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Er sagte, ich sagte meinem Vater, wer ist der Beste nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er sagte Abu Bakr. Er sagte, und dann, der sagte Umar. Der sagte, ich habe dann Angst gehabt, Muhammad. Ich habe Angst gehabt, ihm zu sagen, und Uthman. Dann habe ich gesagt, und du? Der sagt, ich bin ein Muslim von diesen Muslimen. Schaut mal seine Bescheidenheit, Radwanullahi alayhi, Ali ibn Abi Talib. Barakallahu fikum, auch Umar sagte, Abu Bakr ist unser Führer und unser Bester und der Prophet hat ihn am meisten gemocht. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. Und Ali sagte, wenn jemand behauptet, ich wäre besser als Abu Bakr und Umar, dann werde ich ihn peitschen. Dann werde ich ihn peitschen. Und barakallahu fikum, sagt Allah, das ist doch klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt und er sagte, das ist mein Freund, mein bester Freund, Sahibi. Ihr sollt ihn in Ruhe lassen. Subhanallah. Barakallahu fikum, eines Tages war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und einige. Und dann kam ein Mann und der hat von Abu Bakr, der hat Abu Bakr radhiyallahu anhu beschimpft. Der hat Abu Bakr beschimpft. Und Abu Bakr guckt den Propheten an, sallallahu alaihi wasallam, und der zeigt Geduld. Und dieser Mann hat übertrieben. Dann wollte Abu Bakr antworten, ihn zurück beschimpfen. Dann ist der Prophet aufgestanden. Abu Bakr sagte, oh Prophet, habe ich Fehler gemacht? Der hat gesagt, als dieser Mann von dich beschimpft hat, dann kam ein Engel und der hat ihm gesagt, du sagst nicht die Wahrheit und der beschimpfte ihn zurück. Als du ihn antworten wolltest, kam der Scheitan und ich bleibe nicht in einer Sitzung, wo der Scheitan kommt. Das wird überlegt euch, Allah schickt einen Engel, damit er Abu Bakr verteidigt, im Beisein vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und barakallahu fikum, die Ayat, die herabgesandt worden sind. Thaniya thnain izhuma fil ghar. In Surat al-Tawbah, die Ayat 40. Surat al-Tawbah, die Ayat 40. Es ist Konsens. Da Muslime
Konsens der Muslime, ob sie aus Persien kommen oder Arabien. Der Muslim, ob aus Persien oder Arabien. Dass diese Ayah Anlass gehabt hat, und das war Abu Bakr, das wurde Ayah Abu Bakr erwähnt. Dann barakallahu fikum, sagt Allah khair. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Allah hat ihm Ruhe gegeben. Dies ist hier nicht der Prophet s.a.w. gemeint, weil sowieso der Prophet s.a.w. die Ruhe im Herzen hat. Hier ist der Abu Bakr radwallahu alayhi gemeint. Ach, barakallahu fikum, in Surat al-Layl, was wir gesagt haben. Dann barakallahu fikum, das wurde wegen Abu Bakr herabgesandt. Auch barakallahu fikum wa shawirhum fil amr. Al-Hakim hat überliefert von Ibn Abbas bezüglich Surat Ali Imran 159. Er hat überliefert wa shawirhum fil amri, das bedeutet, frag sie nach ihren Meinungen bezüglich einer Sache, dann sagt er, das wurde wegen Abu Bakr und Umar herabgesandt. Und in Surat barakallahu fikum Ar-Rahman, die Ayat 46, ولمن خاف مقام ربه جنتان. Ibn Abi Hatim sagte, dass es bezüglich Abu Bakr herabgesandt wurde. Auch barakallahu fikum wa salihul mu'minin. Das ist in Surat al-Ahzab, al-Tahrim, Entschuldigung. Al-Tahrim. Das ist auch bezüglich Abu Bakr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Das ist auch bezüglich Abu Bakr. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ibn Asakir hat von Ali ibn Hussein erzählt, dass dies bezüglich Abu Bakr, Umar und Ali herabgesandt wurde in Surat al-Hijr. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, Surat al-Ahqaf. Das geht auch um Abu Bakr. Und illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Da haben wir das erzählt von Surat al-Tawbah. Das ist alles barakallahu fikum bezüglich Abu Bakr Ridwanullahi Ali. Bevor ich zu Ende komme, weil ich nicht länger machen will, wir behaupten niemals, dass Abu Bakr fehlerfrei ist. Dass Abu Bakr fehlerfrei ist, oder dass Abu Bakr Prophet wäre, oder dass Abu Bakr besser als der Prophet wäre, oder besser als die Propheten, oder der ist der einzige Beste unter Sahaba. Nein. Aber wir sind davon überzeugt, dass der beste Muslim nach dem Propheten Muhammad s.a.w. Abu Bakr as-Siddiq ist, und durch seine Eigenschaften, durch seine Praktizierung der Religion hat er diese Bezeichnung verdient, dass er As-Siddiq ist, As-Siddiq, der Wahrhaftige, Ridwanullahi alayhi, der Wahrheit bestätigende, Ridwanullahi alayhi. Und deshalb, barakallahu fikum, war er der Beste und die Person, die geeignet war als Khalif der Muslime zu werden. Hier stoppen wir, inshallah, und das nächste Mal machen wir weiter, barakallahu fikum, mit der Geschichte von Khilafa, von Abu Bakr, und das dauert ein bisschen, aber das muss man erzählen und erklären, was wir gesagt haben. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.